ziehe ich mir erstmal die Handschuhe an, damit man nicht meine schönen aufgeklebten Fingernägel sieht. Gut, so, was haben wir heute? Im Prinzip geht es darum, wir haben hier drüben die Wacholder, die wir aus Japan importiert haben, die Prä-Bonsais, die, wie man hier so sieht, doch verhältnismäßig struppelig aussehen. Obwohl das sehr schönes Material ist, aber es ist ein bisschen rausgewachsen. Und was will ich jetzt machen? Wir wollen sie ja ins Netz einstellen. Und wenn man das so ins Netz einstellen, sieht kein Mensch was. Und deswegen müssen wir es ein bisschen zurückschneiden. Beim Zurückschneiden geht es jetzt nicht darum, Bonsai zu gestalten. Es geht wirklich in erster Linie darum, das, was nicht benötigt wird, wegzuschneiden, damit man auf der einen Seite es besser im Video oder im Bild später im Shop sehen kann, weil sonst kauft kein Mensch diesen Baum. Und das Zweite, weswegen ich das heute auch im Video aufnehme und dann ins Netz stellen werde, ist, es gibt natürlich viele Kunden, die sich so einen Prä-Bonsai kaufen und dann ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil sie nicht genau wissen, wie man da jetzt rangeht. Weil im Endeffekt ist ja jetzt vieles dran und so weiter. Und ja, und was ich einfach mal ein bisschen zeigen möchte, ist, wie ich da rangehe im ersten Schritt. Und ja, der erste Schritt ist eigentlich, und das würde ich generell, wenn man Ausgangsmaterial, Rohmaterial hat, würde ich das empfehlen, dass man im Endeffekt das wegschneidet, was man auf jeden Fall nicht braucht. So, und bevor man anfängt, etwas dran rumzuschneiden, würde ich als erstes erstmal empfehlen, den Baum sich ein kleines bisschen anzugucken. Hier zum Beispiel hat man jetzt sehr schöne Bewegung im Stamm drin. Die Spitze scheint das hier zu sein, weil das alles hier unten würde sich als Spitze nicht eignen. Es sei denn, man möchte irgendwo eine Kaskade machen, dann könnte man eventuell drüber nachdenken. Es wäre aber ein bisschen schade, weil der Baum hat eine sehr schöne Bewegung. Er würde sich wirklich, ja... Kaskade wäre wirklich schade, da steckt viel zu viel Arbeit drin. Das heißt, ja, man muss als erstes gucken, wo die Spitze ist und wo eventuell eine Vorderseite ist. Wenn wir jetzt das mal von hinten angucken, man könnte natürlich auch über das nachdenken, aber die Spitze ist eben hier vorne. Das hier hinten eignet sich als Spitze nicht so sonderlich gut, weil es ist ein bisschen zu dünn, man müsste sehr viel hier vorne wegschneiden. Also im Endeffekt wird es wahrscheinlich irgendwo auf diesen Bereich hinauslaufen, der vorne sein wird. Das heißt, all das hier hinten ist auf der rückwärtigen Seite, ist viel zu viel, braucht man alles nicht. Im Endeffekt geht es ein bisschen darum, hier, da könnte man drüber nachdenken, das als Hauptäste, das auch als Hauptäste, diese rückwärtigen Äste wären alles schon viel zu viel. So, das heißt, man guckt als erstes, was die Vorderseite ist und dann fängt man an, ja, nach Dingen zu suchen, die man dafür auf jeden Fall nicht braucht. Und da habe ich ja schon mal gesagt, dass hier hinten ist Rückseite. Da wird wahrscheinlich vieles nicht gebraucht. So, und dann gehen wir jetzt mal einfach einzeln durch und fangen jetzt zum Beispiel mit dem hier unten an. Hier haben wir jetzt zwei Äste, die direkt übereinander sind. Ist zum Beispiel etwas, was in vielen Fällen nicht gebraucht wird. So, und jetzt ist die Frage, schneide ich komplett einen von beiden weg? Könnte man machen, wenn ich jetzt den Bonsai gestalten würde, würde ich mich wahrscheinlich dafür entscheiden, den unteren wegzuschneiden. Es ist ein Nadelbaum. Man könnte bei Nadelbäumen ein Stück Totholz, toten Ast stehen lassen, der als Yin bezeichnet wird. Aber die Frage ist jetzt, würde ich das jetzt auch für einen Kundenbaum machen? Ich tendiere normal dazu, Nein zu sagen. Warum nicht? Weil der Kunde selber gestalten möchte. Das heißt, wenn ich was wegschneide, würde ich nur ein bisschen wegschneiden, würde beide Äste dran lassen, dann kann der Kunde später selber entscheiden, möchte er den unteren, möchte er den oberen, möchte er sie beide, das möchte ich ihm überlassen. Aber was man natürlich machen kann, ist hier ein bisschen reduzieren, weil hier viel zu viel des Guten dran ist. Das heißt, ja, hier haben wir schon mal etwas, ich würde zu dem oberen tendieren, der untere, naja, aber gut, das ist die eine Sache. Das hier drüben ist ein kleinerer Ast, hier unten dran, und dann ist ein sehr dicker, der ist fast so dick wie der Stamm, der nach hinten geht. So, da kann man sagen, der kleine hier ist zwar sehr tief, aber würde sich als Gegengewichtsast, wenn das hier ein Hauptast ist, als Gegengewichtsast eventuell eignen, ist aber sehr, sehr tief unten.
Da müsste man versuchen, den Baum irgendwie aus der Schale später rauszukriegen. Das heißt, man müsste beim Umtopfen müsste man das aushaken, müsste dann gucken, dass der Baum höher kommt. Ansonsten wäre das einfach zu tief. In vielen Fällen hat man sogar schon hier unten Wurzeln dran, weil die direkt auf der Erde aufsitzen. Wacholder bilden dann Wurzeln, der hat jetzt noch keine. Aber gut, er ist ein bisschen aktiv. Jetzt kann man natürlich auch überlegen, ihn irgendwie so senkrecht zu stellen, dann wäre er aber noch tiefer. Lange Rede, kurzer Sinn, der wird wahrscheinlich für die Gestaltung später nicht gebraucht, weil er zu tief ist. Aber trotz alledem würde ich ihn auch nicht abschneiden wollen, falls ein Kunde es anders sieht. Kann ja sein, dass ein Kunde sagt, ich will hier draus was machen, schneid das alles ab. Würde ich so nicht machen, aber kann man ja drüber nachdenken. Auf jeden Fall der Kleine hier nicht abschneiden. Vielleicht wird er gebraucht, könnte aber vielleicht noch reduziert werden, weil wenn man ihn braucht, können wir auf jeden Fall die Spitzen abschneiden. Hier hinten das wird wahrscheinlich wirklich nicht in die Gestaltung einfließen. Das wäre, denke ich, nicht. Das heißt, von hier hinten kann man sehr viel abschneiden. So, und dann kann man jetzt mal überlegen, was, wenn man den Ast gebrauchen könnte, was kann man davon noch nehmen? Das hier wäre auf jeden Fall geeignet. Ist noch schön biegsam, kann man dorthin biegen, wo man es haben möchte. Auch dieser kleine Ast, auch dieser Ast. Auch der hier drüben, der schon ziemlich dick ist, den könnte man vielleicht auch noch benutzen. Hier zwischen ist noch ein kleinerer, der ist noch gut biegsam. Aber alles, was danach kommt, würde man das noch gebrauchen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, das hier kann schon mal ab. Und genau das mache ich jetzt auch. Konkavzange ran. Ich könnte im ersten Schritt, wenn ich wollte, einen kleinen Stippel lassen. Man könnte auch hier wieder Totholz machen. Denke ich, wird aber nicht gebraucht. Wenn jemand diesen Ast benutzen wird, dann wird er wahrscheinlich aus diesen Zweigen ein Polster tragen und dann wird da drinnen werden Jins und so nicht mehr zu sehen. Ja, so, und jetzt sieht man schon, hier sind die beiden Äste nebeneinander. Der ist schon sehr stark, der wäre dann auch sehr lang. Wahrscheinlich wird der auch nicht gebraucht. Und wenn ich an der Stelle einen haben will, könnte ich den kleinen nehmen. Das heißt, ich tendiere dazu hin, auch den wegzuschneiden. So, an der Innenseite hier, aber das ist weiter unten, haben wir noch was Kleines, aber das kommt von woanders her. Ja, also ich entferne den jetzt auch. Der wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit später nicht gebraucht werden. So, und jetzt sieht das schon mal wesentlich übersichtlicher aus. So, gehen wir weiter. Hier hinten haben wir noch einen kleinen Ast. Der geht richtig nach unten, ist auch wieder sehr, sehr tief. Dann müsste man den Baum schon sehr senkrecht stellen, damit er überhaupt rauskommt. Wahrscheinlich wird der auch nicht gebraucht später. Und wenn, dann mit Sicherheit nicht so lang. So, was ich hier noch nebenbei ein bisschen mache, gleich mal das Tote hier ein bisschen raus. Das ist natürlich schon ein bisschen abgestorben, weil es hier unten drin wenig Licht kriegt. So, also wenn das hier überhaupt gebraucht wird, dann auf jeden Fall nicht so lang. Das heißt, ich kann das auf jeden Fall schon mal ein Stückchen einkürzen. Macht sich auch beim Verschicken besser. Und wenn ich das hier einkürze und die Spitzen ein bisschen wegnehme, das kann ich übrigens auch hier gleich machen, weil selbst wenn das benutzt wird, werden die lange nicht so lang gebraucht. Also die Spitzen ein bisschen einkürzen. Was passiert beim Spitzen einkürzen? Hier werden Wuchshormone in den Spitzen produziert. Wenn ich da viel wegnehme, dann fangen an, schlafende Knospen, die es hier gibt, auszutreiben. Bei Wacholder ist das jetzt nicht so wie beim Laubbaum, dass der jetzt hunderte Knospen bildet. Aber ein chinesischer Wacholder bildet auch schon ab und zu weiter innen dann nochmal ein paar Knospen. Hier unten habe ich noch einen ganz kleinen Trieb und auch hier unten drunter. Ja, man könnte jetzt sagen, man könnte das stehen lassen, falls ich den noch weiter einkürze. Aber da müsste man natürlich jetzt 5 oder 10 Jahre warten, bis der eine entsprechende Dicke hat. Man kann drüber nachdenken, den wegzunehmen. Muss man jetzt unbedingt nicht, weil so dick ist er noch auch nicht. Hier den kürze ich noch ein Stückchen ein, das ist mir alles noch zu lang. So, dann haben wir hier oben drüber etwas. Der ist schon gar nicht so schlecht. Der ist ziemlich weit hoch. Ich denke, der ist für die Gestaltung auf jeden Fall wichtig. An der Stelle müsste er aber maximal so lang sein. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, kann ich auch schon mal wegnehmen. So, und selbst das ist wahrscheinlich noch zu lang, aber gut, wir wollen es nicht übertreiben. Man könnte übrigens auch vorneweg gucken, wenn man jetzt mal hier reinguckt, haben wir hier einen kleinen Ast hier rüber. Ich weiß nicht, ob das da drüben im Video gesehen wird, deswegen halte ich es mal am besten mal so ein Stückchen. Man hat jetzt hier einen kleinen Ast hier drüben, der ist gar nicht schlecht, und hier den. Man könnte jetzt auch sich entscheiden, das werde ich jetzt einfach mal machen, weil das passt ganz gut, das Mittelding rausnehmen, und dann habe ich nämlich schon einen, den ich nach rechts, einen nach links traten, und den kleinen kann ich oben drüber traten, und schon hätte ich an der Stelle ein schönes Polster. Drüber hinaus kann man sich jetzt weiter dann, ja,
hier austreiben. Hier ist ja doch so 5, 6, 7 cm, die ein bisschen kahl sind. Mit ein bisschen Glück kriegt man jetzt hier noch neue Knospen, die man dann ins Polster mit einbeziehen können. Gut, das ist mir auch immer noch viel zu lang. Wie gesagt, wird uns auch beim Paketepacken stören, wird für die Gestaltung nicht gebraucht. Kann man noch ein Stück einkürzen. Auch da wieder gucke ich, ob ich ein paar kleinere Äste habe, auf die ich das absetzen kann. Hier hätten wir zum Beispiel noch einen, zack. So, das reicht vollkommen aus. So, hier vorne, den hatten wir ja vorhin schon besprochen, auch den kürze ich noch ein. Wie gesagt, der wird wahrscheinlich sowieso nicht gebraucht, weil er zu tief ist. So, jetzt haben wir immer noch sämtliche Optionen dran, aber wir haben schon deutlich das in die Richtung gebracht, wo man schon mal sieht, was man draus machen kann. Was ich jetzt hier gerade abschneide, sind so ein bisschen die toten Sachen. Die kann man gleich ein bisschen draus machen, dann kommt mehr Licht rein. Und wie gesagt, aus diesen toten Trieben treibt auch nichts mehr aus. Gut, jetzt gucken wir uns mal von vorne an. Wie gesagt, die Seite sieht schon mal ganz gut Licht aus. Hier drüben, ja, ist auch wieder das Gleiche, was wir vorhin schon gesagt haben. Wird wahrscheinlich gebraucht, wollen wir auch dran lassen, aber es wird auf jeden Fall nicht in dieser Länge gebraucht. So, und jetzt gucken wir einfach, ob wir hier ein paar schöne Äste finden, auf die wir es absetzen können. Wenn ihr euch unsicher seid, dann fangt einfach von außen an und schneidet erstmal weiter außen was weg. Zum Beispiel schneide ich das jetzt hier auf einen Trieb, der hier mitten drin ist, weg. Siehst du, jetzt habt ihr das als Spitze. Ist aber immer noch ein bisschen viel. Jetzt könnte man im nächsten Schritt sagen, okay, ich kürze erstmal das ein, das hier oben auch ein bisschen. Auch das ist ein schöner Trieb, der hier dazugehört zu dem Polster, auch hier drüben. Das wäre jetzt der erste Schritt. Ist fast immer noch ein bisschen viel, aber ich möchte es jetzt, wie gesagt, auch nicht übertreiben. Aber man könnte es auch auf den absetzen, den man es hier wegschneidet. Dann hätte man immer noch das hier, da könnte man immer noch ein schönes Polster draus machen. Weil je höher es ist, desto kleiner werden ja die Polster. Aber ich denke, so kann man es lassen. Da hat der Kunde jetzt immer noch sämtliche Optionen und so weiter. Hier unten, ja, der wird, wie gesagt, wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Es sei denn, es will jemand eine Kaskade draus machen oder eine Halbkaskade. Ich würde sagen, den tun wir schon ein ganzes Stück einkürzen. Aber auch da, wenn man sich unsicher ist, kann man jetzt als erstes erstmal sagen, ich fange erstmal ganz hier hinten an. Dann könnte ich jetzt immer noch, habe immer noch fast das Gleiche, aber schon mal deutlich reduziert. Ich habe auch eben die Wuchskraft ein bisschen geklaut, weil der ist ja schon ziemlich dick. Viel dicker soll er nicht mehr werden. Das wäre jetzt der erste Schritt, ist mir aber immer noch zu lang. Es sei denn, man will wirklich eine Kaskade draus machen, aber ich denke nicht. Deswegen bin ich der Meinung, wir können noch ein Stückchen kürzen. Jetzt haben wir allerdings das Problem, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr kürzen, dann tut der Ast das hier unten verdecken und dann kann es passieren, dass der hier immer schwächer wird und irgendwann abstirbt. Da wir aber ihn hoffentlich in einem halben bis dreiviertel Jahr verkauft haben, in diesem halben, dreiviertel Jahr stirbt er nach meiner Erfahrung nicht ab. Das heißt, man könnte ihn noch mehr kürzen. Die Äste würden trotzdem erhalten bleiben. Wenn der Kunde ihn dann kriegt, kann er den, wenn er will, wegschneiden und hat immer noch den Ast hier unten. Ja, wenn man sich jetzt unsicher ist und sagt, hier, ach, ich traue mich nicht, dann kann man im ersten Schritt erstmal dieses machen. Dann ist es schon mal ein ganzes Stück kürzer und wir haben trotzdem noch mehr oder weniger fast alle Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das ist mir alles noch viel zu kurz. Ich würde es. Und das ist jetzt meine Variante, wo ich sage, ja, der Ast wird wahrscheinlich nicht gebraucht. Und wenn er gebraucht wird, dann reicht es wahrscheinlich, wenn man das hier drauf absetzt. Zack. So, haben wir immer noch zwei schöne, kräftige Triebe. Man könnte, wenn man wollte, damit weitergestalten. Und ja, und auch die kürze ich noch ein Stück ein. So, jetzt ist das natürlich hier oben ziemlich dick. Ja, ich schneide trotzdem noch ein Stück weg. Das ist mir noch alles zu viel. Das ist wirklich viel zu groß. Egal, was ich draus machen will, das brauche ich alles nicht. Auch das hier ist ein kleiner Trieb, aus dem kann man dann später ein Polster aufbauen. Das muss aber nicht lang sein. Besser wäre es, wenn es hier drinnen noch ein bisschen dichter wird. So, dann haben wir hier den rückwärtigen Ast. Schöner Ast an der richtigen Stelle, Außenseite einer Kurve, alles prima, ist nicht zu dick, nicht zu dünn, das passt alles gut, aber er wird langsam ziemlich lang. So lang braucht man den auf keinen Fall, auch da wieder im ersten Schritt tue ich an einer Stelle, die nicht zu weit innen ist, erstmal abschneiden, gucken wir das Ganze an, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich denke, so können wir es lassen, den Rest kann der Kunde machen, auch die kürze ich noch ein bisschen ein, ja, ist noch alles dran. Dick genug, kann sich jetzt neu verzweigen, alles prima.
So, jetzt gehen wir mit dem oben weiter. Jetzt muss man natürlich schon ein kleines bisschen drüber nachdenken, wo könnte es gestaltungsmäßig hingehen. Das eine Vorderseite, ach, das sieht man die ganze Bewegung ziemlich schlecht und so weiter. Ich denke, es wird auf etwas hinausläufen, was in diese Richtung ist. Egal, ob das jetzt senkrechter steht oder was auch immer. Und wenn das die Vorderseite ist, dann würde das etwas sein, was direkt auf uns zukommt, was alles verdeckt. Das heißt, das müsste man auch ein bisschen einkürzen. Und gleich hier noch die Spitze ein bisschen ab, damit er nicht weiter lang wird, sondern eventuell weiter in sich verzweigt. So, wenn das die Vorderseite ist, muss man jetzt natürlich gucken, was könnte eine zukünftige Spitze sein. Ja, die ist hier schon ziemlich ausgeprägt. Es wird wahrscheinlich auf das hinauslaufen. Das heißt, das hier sind alles noch Äste, die keine zukünftige Spitze sind. Da sie ziemlich weit oben sind, kann man diese Äste alle ein kleines bisschen einkürzen, weil wenn sie für die Gestaltung genutzt werden, was wahrscheinlich auch passieren wird, dann braucht man sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so lang. So, und jetzt geht es hier oben weiter. Wenn das wirklich die Spitze ist, ja gut, da kann man natürlich sagen, ja, man könnte jetzt das absetzen, wenn man es nicht so lang haben will. Alles gut. Ich denke, hier oben können wir noch ein kleines bisschen das Ganze zurückschneiden. Das führt auch ein bisschen dazu, dass weiter unten es dichter wird. Aber hier würde ich jetzt nicht mehr zu viel abschneiden. Erstmal stört es beim Verpacken nicht, es stört beim Fotografieren nicht. Und ich lasse dem Kunden alles an Optionen noch offen. Jo, und das war's. Jetzt könnte man natürlich im nächsten Schritt raten, was wir im Normalfall nicht machen, weil es einfach den Preis des Rohlings deutlich erhöhen würde. Und wie gesagt, viele Kunden möchten das natürlich auch selber machen. Deswegen wird es nur gedrahtet, wenn er jetzt längere Zeit bei uns stehen würde. Unten sind auch noch ein paar Triebe, die zum Beispiel senkrecht nach unten gehen. Die werden im Normalfall nicht gebraucht. Könnte man auch noch ein bisschen rausnehmen. Aber viel mehr möchte ich jetzt hier nicht machen, weil auf dem Foto erkennt man jetzt gut die Struktur. Und den Rest kann der Kunde dann selber machen. Und ich denke, und das ist das, was ich jetzt mit dem Rest noch machen werde. Ja, aber das Entscheidende ist, als erstes schneidet man erstmal alles ab, wo man der Meinung ist, das brauche ich definitiv nicht. Und jetzt kann man anfangen, über jeden einzelnen Ast nachzudenken. Jetzt kann man anfangen, den anzukippen. Will ich einen Senkrechter, will ich dies und jenes. Klar, die Kaskade habe ich mir jetzt versaut, weil ich es abgeschnitten habe. Aber ich denke, das wäre nicht darauf hinauslaufen. Da gibt es geeignetere Bäume. Gut, machen wir noch einen. So, nehmen wir den gleich. Ja, auch super schöne Bewegung drin, aber natürlich schon mächtig rausgewachsen. Viele Triebe sind auch schon ein bisschen abgestorben. Auch hier wieder als erstes gucken, wo ist eine Spitze. Das wird sie wahrscheinlich sein. Das hier hinten ginge auch, aber da ist schon ein sehr langes, kahles Stück. Hier, das sollte wahrscheinlich die Spitze werden. Würde auch ganz gut passen. Ich denke, hier kann man in den Baum reingucken. Man sieht die Bewegung gut. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Könnte ich hier eine Kaskade machen? Natürlich könnte ich aus allem eine Kaskade machen, aber das macht auch nicht so wirklich Sinn. Egal welcher dieser Äste, ist nicht so für eine Kaskade geeignet. Das heißt, es wird schon auf etwas hinauslaufen, wo das die Spitze werden wird, egal ob man es dann später senkrechter stellt, was auch immer. So, das heißt, das hier, weil es eben keine Kaskade, nichts, sind alles viel zu viel, braucht man alles nicht. So, und da geht es jetzt wieder los. Fangen wir einfach an, zum Beispiel diesen sehr langen. Das ist, der Ast ist hier auch schon fast so dick wie der gesamte Stamm. Also hier würde ich erstmal mächtig wegschneiden. Fangen wir auch wieder erstmal vorsichtig an. Mir geht es auch ein bisschen darum, wenn man noch keine Erfahrung wie ihr habt, dass man da erstmal langsam rangeht. Fangen wir erstmal an, ein bisschen was wegzuschneiden. So, haben wir schon mal ein bisschen was weg. So, dann haben wir hier genau das Gleiche. Hier ist schon sehr viel abgestorben, weil er halt unten drunter war und alles verdeckt ist. Und hier draußen ist nur noch was dran. Das heißt, entweder muss ich mich entscheiden, ihn ganz zu entfernen. Ja, obwohl der an der Stelle ist, wo später etwas gebraucht werden könnte, kann man jetzt noch nicht ganz entscheiden. Das heißt, wenn angenommen das weggeschnitten wird und hier mal wieder neue Triebe kommen würden, könnte man eventuell den gebrauchen. Das heißt, ich würde jetzt bloß hier ein bisschen einkürzen, damit er nicht noch länger wird.
Und dann muss ich natürlich auch oben drüber ein kleines bisschen auslichten, damit dann mehr Licht rankommt. Sonst stirbt mir das hier natürlich unten alles dann früher oder später ab. Das werde ich aber jetzt im zweiten Schritt machen. So, gut. Ich lasse ihn erstmal dran. Wie gesagt, abschneiden kann ich später noch. Den ersten Schritt lasse ich dran. Jetzt muss ich gucken, was mit dem, was oben drüber ist, was ihn verdeckt hat, ob ich das reduzieren kann, damit da mehr Licht rankommt. Das wäre dieser Ast. Dieser Ast gehört noch zu diesem sehr dicken, der hier hinten ist. Also auf jeden Fall kann man diesen hier, wird später entweder nach rüben gebogen, dann würde auch hier Licht rankommen. Oder, aber in, selbst wenn ich ihn rüberbiege, egal wie, er wird auf jeden Fall nicht so lang gebraucht. Also auch hier kann deutlich reduziert werden, wird alles später nicht gebraucht, weil wir wollen ja keinen Baum haben, der 20 cm hoch ist und einen halben Meter breit. Das würde im Normalfall ein bisschen komisch aussehen. So, machen wir hier weiter. Das ist mir alles immer noch zu viel, was hier dran ist. Ich würde gern noch ein Stück mehr wegschneiden. Jetzt kommt auch hier an den, den ich hier ein bisschen erhalten möchte, immer noch mehr Licht dran. Ist zwar immer noch nicht ganz genügend Licht, aber es ist trotzdem okay. Wahrscheinlich brauche ich das nicht, weil es ist in der falschen Richtung. Es ist zu dick, um es noch wirklich zu biegen. Ich hätte hier hinten genügend andere Optionen, wenn ich diesen Ast nutzen will. Aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass der später hier irgendwo als Yin gelassen wird und der Rest wird alles abgeschnitten. Aber wie gesagt, soll der Kunde entscheiden. Ich reduziere ihn jetzt erstmal weiter, damit, ja, wenn er überhaupt benutzt wird, dann kann er sich in der Zwischenzeit schon weiter innen neu verzweigen. Gut, hier sind wir beim gleichen Ast. Das gehört auch noch dazu. Ist ebenfalls so dick, dass man schon kaum noch rüberbiegen kann. Hier haben wir auch ein elendlanges Stück, was kahl ist. Wie gesagt, ein chinesischer Fachhäuter kriegt eventuell hier noch neue Triebe, aber dann müsste ich hier sehr stark reduzieren, was ich auch machen werde. Weil wie gesagt, rübergebogen kriege ich nicht mehr sinnvoll. Das heißt, entweder wird er später abgeschnitten, aber all das, was hier draußen ist, wird alles nicht gebraucht. Das kürze ich ein, dann kriegen die unteren Triebe mehr Licht. Und dann muss er eben erstmal ein, zwei Jahre wachsen gelassen werden, um dann zu gucken, was damit passiert. Aber wie gesagt, ich vermute, ein Kunde wird das abschneiden. So, dann haben wir hier genau das Gleiche. Sehr lange Triebe, die schon zum Teil am Ende abgestorben sind. Die toten Stücke können wir abmachen. Dort, wo kein Grün mehr dran ist an dem Wacholderzweig, da kommt auch im Normalfall nichts mehr. Kann alles abgeschnitten werden, kann man auch eine Schere nehmen, aber ich bin jetzt zu faul, ständig zu wechseln. So, ja. Aber hier habe ich, das ist schon ein Baum, wo ich sage, wie gesagt, am Anfang tendiere ich immer dazu, es nicht zu übertreiben, aber das ist mir alles noch, das Ding ist mir alles zu viel des Guten. Weg damit. Und wenn ich mich dann entscheide, dann wenn schon, dann machen wir es richtig. Weil warum habe ich das jetzt gemacht? Weil ich hier dieses Stück noch habe, das kann ich noch biegen, obwohl ich da gucken muss, wenn ich es zu sehr drehe, ist es ab, aber vor allen Dingen habe ich hier, und das habe ich aber jetzt erst gesehen, habe ich hier noch schöne junge Triebe, das heißt, ich kann das hier eigentlich entweder als Yin lassen oder komplett entfernen, zum Neuaufbau, falls ich einen Ast haben will, kann ich die zwei neuen nehmen, jetzt kommt wieder ein bisschen Licht dran, auch der hier hat zum Beispiel hier, entweder biege ich ihn rüber oder ich mache aus diesen hier dann neue Triebe, aber das Entscheidende ist, dann müsste das hier ein bisschen reduziert werden, das kann ich aber reduzieren, weil das ist ein Ast, den kann man schon gebrauchen, aber der muss auf jeden Fall nicht so lang sein. Das heißt, auch hier kann genügend rausgeschnitten werden. Das kann ich auch komplett entfernen, das Teil hier in der Mitte. Zack. So, jetzt kommt schon mal deutlich mehr Licht hier dran. Und er kann sich neu verzweigen hier oben, dichter werden, weil der wird wahrscheinlich gebraucht. So, hier haben wir auch wieder so einen kleinen dazwischen, den hatten wir vorhin schon mal ein bisschen gekürzt. Ja, da können wir jetzt im Moment nicht viel machen. Wir müssen uns entscheiden, ihn ganz abzuschneiden. Aber müssen wir nicht, wie gesagt, wir wollen den Kunden nicht seine Option nehmen. Wir lassen das so. Vielleicht kriegt er hier neue Triebe, bis er verkauft ist. Oder wenn er dann beim Kunden steht, dann ja. So, das lange Geschlenker hier. Ja, ich denke, das muss man auch einkürzen, weil, wie gesagt, Kaskade wollen wir nicht draus machen. Ich tue das verhältnismäßig stark einkürzen, in der Hoffnung, dass es weiter innen neu austreibt. Und dann kann man da einen Ast neu aufbauen. So, auch das hier, eigentlich könnte man es komplett entfernen. Aber das, nee, das ist ein separater neuer Ast.
Ja, um die Option zu erhalten, auch hier. Das ist schon ein Ast. Ja, gut, der kommt noch. Okay, könnte man noch lassen. Aber es ist ja schwierig, jetzt so einen langen Ast da zurücktreiben zu kriegen. Aber trotz alledem. Entscheidend ist, wir müssen uns entscheiden, dran lassen oder nicht. Ich lasse ihn jetzt für die nächsten 5 Minuten erstmal dran. Vielleicht entscheide ich mich nachher noch anders. Müssen wir schauen. Aber auf jeden Fall, wenn wir ihn dran lassen, dann müssen wir hier kürzen. Entweder stirbt er uns jetzt ab oder er kriegt hier irgendwo neue Triebe. So, hier, der ist tot. Den können wir gleich ganz wegnehmen. Auch der hier unten ist tot. Können wir auch gucken, ziemlich weit vorn wegnehmen. So, gut. Ja, hier muss man sagen, ja, ist natürlich nicht mehr viel dran. Aber trotzdem, manchmal sind die Bäume so und dann muss man eben 1, 2, 3 Jahre mehr Zeit reinstecken, um sie wieder aufzubauen. So, hier geht's weiter. Kleiner Ast, ist an einer guten Stelle, schön biegbar noch, kann später, auf jeden Fall wird er gebraucht. Trotzdem ist er schon ein bisschen lang und dünn, kürzt man ein bisschen ein, dass er weiter innen ein bisschen mehr Knospen kriegt. So, das gleiche hier. Sieht ganz interessant aus, ist auch bis hierhin schon alles kahl, ist nicht so schön. Wenn wir den nutzen wollen, muss er natürlich weiter innen neu austreiben oder wir müssen es dann später rüber biegen. Können wir aber in beiden Fällen, ich schneide jetzt erstmal hier die Spitzen ab, weil, wie gesagt, er soll nicht noch weiter in der Länge wachsen. Auch die Toten hier alle raus. So, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, dann fragt einfach. Ansonsten erzähle ich hier einfach weiter vor mich hin. So, gut. Mehr können wir jetzt nicht abschneiden, sonst laufen wir Gefahr, dass dann irgendwann der ganze Ast nicht mehr will. Gut, wenn das jetzt kommen wir langsam in den Bereich rein, wo wir über die Vorderseite, Spitze, was auch immer nachdenken können. Ich persönlich finde, es ist eine sehr schöne Bewegung, aber man sieht wenig. Besser wäre es fast, wenn er ein kleines Stück senkrechter wäre. So, dazu gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Man kann so einen Stab nehmen. Ich denke, was hat er? 5 mm Eisen. Kann den hier reinstecken. Muss dann natürlich eine Stelle suchen, wo es passend tut. Zum Beispiel hier hinten rein. Da habe ich den Stamm ein bisschen als Widerlager. Kann den einfach hier reinstecken. Nimm dann ein Stückchen Draht. Wo haben wir die Drahtzange hier? Das ist jetzt sehr dünn. Hier brauchen wir jetzt nicht viel, um den nach oben zu kriegen, muss das an einer geeigneten Stelle ein bisschen eine Schlaufe biegen. Man könnte das jetzt noch abholzen, aber wie gesagt, der hat jetzt nicht viel Druck. Ich denke, das ist soweit okay. Und dann mussten wir es hier irgendwie ein bisschen befestigen, dass das hier hängen bleibt. So, so könnte man das jetzt zum Beispiel ein halbes oder ein Jahr stehen lassen, vielleicht auch noch ein bisschen länger, bis das richtig verholzt ist. Und dann hat man den schon deutlich mehr aufgerichtet. Man könnte sogar noch mit einem zweiten Draht selbst das hier noch hochnehmen. Hat auch den Vorteil, dass dann die Spitze viel stärker wächst. Dann verholzt das viel schneller, wird schneller dick. Könnte man machen. Ja, warum nicht? Man könnte das wirklich nach oben binden. Ein bisschen muss man gar nicht so fein machen. So, ich denke, so würde ich es machen. Wenn der Kunde sich dann anders entscheidet, ist kein Problem, weil wie gesagt, im nächsten viertelhalben Jahr ist der höchstwahrscheinlich verkauft. Dann kann man den Draht wieder abmachen, dann wird es wieder runtergehen. Wenn er es so lassen möchte, kann er sogar noch mehr strecken, was auch immer. Das muss dann jeder für sich entscheiden. So, und jetzt können wir die kleinen Äste, die ohne weiteres für die Gestaltung wichtig sind, können wir aber deutlich reduzieren, damit hier möglichst noch ein bisschen was austreibt, damit das da oben später dichter wird, weil man merkt schon, hier drinnen fängt es auch schon an, ein bisschen abzusterben. So, gut, auch hier hinten, das sind alles rückwärtige Äste, die ohne weiteres gebraucht werden, aber die kann man ein Stückchen reduzieren, damit hier an den kahlen Stellen eventuell neue Triebe kommen, so dass man den dann sukzessive in den nächsten Jahren einkürzen kann. So, viel mehr würde ich jetzt hier gar nicht dran machen, weil ja, das ist schon ein sehr lockerer Baum. Eigentlich ist es fast das Beste, wenn wir den erstmal noch 1, 2 Jahre bei uns stehen lassen, bevor wir ihn ins Netz stellen, damit er erstmal wirklich ein bisschen dichter wird. Trotz alledem, ein sehr schöner Rohling, aus dem man langfristig sehr was machen kann. Wenn man den hier stehen lässt, könnte man das jetzt schlichtweg weiter wachsen lassen. Wir können aber natürlich auch überlegen, zu sagen, ach, hier oben ab,
lassen wir das erstmal. Können wir später entscheiden. Ist jetzt nicht so wichtig. Das Entscheidende, was ich sagen wollte, ist, jetzt sieht man schon ein bisschen was. Jetzt kann man anfangen, darüber nachzudenken, was soll dann später draus werden. Weil alle das, was ich abgeschnitten habe, hat kaum etwas an dem Potenzial von dem Baum geändert. Aber jetzt sehe ich, wie gesagt, schon deutlich besser, was man daraus machen könnte. Das hier muss man nicht abschneiden, aber ich denke, wenn ich jetzt einmal die Schere in der Hand habe, kann man es abmachen. Kommt auf jeden Fall mehr Licht dran. So, okay. Nächsten Baum. Ups. Gut, genau das gleiche wieder. Ein bisschen gucken, was könnte eine Vorderseite sein. Wenn man das ein bisschen beiseite biegt, denke ich, bietet sich das an. Das hier scheint von dem, der den Rohling gestaltet hat, wahrscheinlich die Intention gewesen zu sein, hier draußen eine Spitze zu machen. Passt eigentlich auch ganz gut. Drehen wir mal andersrum. Von der Seite, ja, das wäre auch denkbar, zum Beispiel diese Seite. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt keine Bonsai-Gestaltung machen. Das ist auch wieder etwas, was der Kunde im Kopf haben muss. Aber hier müssen wir drüber nachdenken, dass das auch eine Vorderseite sein könnte. Das heißt, ja, wir müssen das jetzt so zurückschneiden, dass beide Optionen machbar sind. Und dann können wir wieder über die Äste hier unten nachdenken. Das hier, ja, das wäre von der Position her schon eine geeignete Stelle für einen Hauptast. Ist ein bisschen tief, geht aber noch, aber der Ast wäre viel zu dick, viel zu viel dran. Also hier müssen wir deutlich was reduzieren. Gegenseite, Gegengewichtsast. Passt. Ist gut angelegt, genau an der richtigen Stelle, aber auch ein bisschen zu schwer. Also hier müssen wir auch was wegnehmen. Der kleine ist noch weiter oben, ist aber auch ein sehr gut geeigneter Ast. Ist auch viel zu lang. Werde ich gleich ein bisschen einkürzen. Den braucht man mit ziemlicher Sicherheit. Ja, können wir noch ein Stückchen wegschneiden. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hier drinnen haben wir so einen kleinen, der auch noch an der Unterseite des Astes wächst. Können wir wegschneiden. So, gut, dann gehen wir mal weiter rum. Auch das hier ist an der Außenseite einer Biegung ein Ast. Ist von der Position her nicht schlecht. Das Dumme ist, der ist schon ziemlich weit nach unten und hat wieder ein ganzes Stück, was kahl ist hier. Ja, wahrscheinlich wird der, den könnte man gebrauchen, wenn hier die kahlen Stellen wieder was kommt. Damit das passiert, würde ich auch hier sagen, wenigstens erstmal ein ganzes Stück einkürzen, um ihn dann zu zwingen, weiter innen möglichst neu auszutreiben. So, und das wäre jetzt der letzte Ast, über den hat man vorhin schon gesprochen. Nee, den hat man noch nicht gehabt. Das war die Vorderseite, das wäre jetzt ein Rückwärtsast. Also angenommen, wir hatten ja vorhin gesagt, auch das wäre eine Vorderseite. Deswegen würde ich den jetzt, wenn es ein Rückwärtsast sein sollte, würde ich ihn schon ziemlich stark kürzen. Wahrscheinlich hier irgendwo in dem Bereich. Wenn ich jetzt aber sage, ein Kunde wird das eventuell als Vorderseite nehmen, dann könnte das ein geeigneter Hauptast sein. Deswegen lassen wir hier in dem Fall ein bisschen mehr dran. Aber egal, ob... Wenn das ein Hauptast werden sollte, würde das reichen. Hier haben wir wieder zwei schöne Äste, auf die man es absetzen kann. Hier hätten wir auch einen Ast, der als Spitze sein kann. Was auf jeden Fall mit Sicherheit nicht mehr gebraucht wird, ist das, was ich jetzt weggeschnitten habe. No? Also man könnte jetzt hier eine neue Spitze draus machen, wäre aber immer noch viel zu lang. Ich denke, die beiden hier würden vollkommen reichen. Und genau das werde ich machen. Ich werde selbst den wegschneiden. So, das hier kann man dran lassen. Und so weiter. Also jetzt ist es schon ein ganzes Stück reduziert. Es ist aber immer noch alles dran, was ich brauche, um daraus im Bonsai zu machen. Angenommen, ich würde das zur Vorderseite machen. Wäre das ein Ast, den man sieht, kann man in der Gestaltung, würde man auch einbeziehen mit hoher Wahrscheinlichkeit, wird aber auch nicht so lang gebraucht, also auch ein Stückchen einkürzen. Gut, okay, dann machen wir mal mit den zwei großen Hauptästen weiter. Also wie gesagt, angenommen, das wird eine Vorderseite oder selbst wenn das eine Vorderseite ist, würde das auf jeden Fall ein Ast sein, den man bei der Gestaltung berücksichtigen würde. So, und jetzt ist natürlich hier mehrere Möglichkeiten. Ich habe hier so einen ganz geraden, der weiter oben ist. Ich habe einen, der eine schöne Bewegung hat, der aber sehr weit nach unten geht. Ach, da müsste man den Baum schon fast etwas aufrichten, damit er überhaupt noch... Also das Problem ist, der gefällt mir eigentlich ganz gut, ist aber sehr, sehr niedrig. Den kriege ich auch nicht mehr wirklich hoch und so weiter. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass diese beiden, die hier weiter oben und auch ziemlich nah dran sind, zur Gestaltung benutzt werden. Vielleicht auch der dritte noch. Das hier unten tendiere ich dazu hin zu sagen, nein, den kriegt der Kunde nicht. Den braucht er nicht. Das entscheide ich jetzt einfach mal.
So, dann tue ich das noch gleich ein bisschen nachschneiden. Hier komme ich natürlich dummerweise nicht ran. Die Japaner haben auch wieder nicht eingetradet, die Burschen. So, wie gesagt, man kann natürlich hier auch einen Yin stehen lassen, aber ich denke, auch hier unterm Polster würde man nicht so wirklich sehen. So, das wäre der erste Schnitt, den man machen könnte. Selbst jetzt kann man immer noch überlegen, ach, ist mir immer noch zu viel. Ich kann zum Beispiel den mittleren entweder ganz wegnehmen, wenn man sich nicht traut, weil man sich unsicher ist, kann man als erstes erstmal den ein bisschen einkürzen. Habe ich immer noch alle Möglichkeiten, ich kann ihn immer noch drahten, abspannen, was auch immer. Aber ja, ich gehe aber sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, selbst den will ich nicht, brauche ich nicht. Ich kann die beiden nehmen, kann die schön dann später drahten in die Richtung, wo ich es brauche. Kann einen super Hauptast draus machen, wenn ich will. Ja, aber selbst wenn ich daraus Hauptäste mache, wären sie zu lang. Würde beim Pakete packen, beim sonst wo stören. So ist es immer noch ausreichend. Man könnte sogar noch 3, 4, 5 cm weniger machen, aber ich will es wie gesagt nicht übertreiben und den Kunden den Spaß klauen, das abzuschneiden. So, hier unten haben wir auch noch einen kleinen Toten, kann man rausschneiden. Das kleine Ding hier kann man dran lassen. Man könnte nämlich ohne weiteres aus dem wachsen lassen und da vielleicht ein Polster drauf aufbauen. Stört jetzt nicht. Stört ein bisschen beim Foto. Dazu könnte ich vielleicht einen kleinen Draht rummachen und beiseite biegen. Ist aber nicht so wichtig. So, hier, das wird wie gesagt auf jeden Fall oder mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das ein Ast werden, der für die Gestaltung benutzt wird. Aber das hier hinten brauche ich nicht. Hier habe ich wieder einen Trieb und einen zweiten Trieb, auf den ich es schön abschneiden kann. Und genau das machen wir. Zack. Ach, hier unten haben wir sogar noch einen. Den habe ich gar nicht gesehen. Der würde fast noch mehr passen. Ja, ja, genau das machen wir. Zack. So. Hat den richtigen Bogen. Einzimmer müsste ein bisschen einkürzen, weil er dann viel zu lang ist. Der ist noch gut biegbar, man kann ihn hinbiegen, wo man will. Jetzt sieht man viel besser, später auch auf dem Foto, wenn der Kunde das Ganze beurteilen will, sieht man jetzt viel besser die Struktur. Alles prima. So, wenn das ein Hauptast werden soll, wird wahrscheinlich auch das gebraucht werden, aber lange nicht so lang. Also auch hier gucken wir wieder, wo eine geeignete Stelle ist. Aber hier gibt es viele Möglichkeiten. Das ist nicht so wichtig. Auch das kann man ein bisschen einkürzen, dann treibt er vielleicht hier innen noch ein bisschen mehr. Alles gut. Hier unten haben wir einen Ast, der ziemlich weit unten ist. Würde ich abschneiden wollen, braucht man nicht unbedingt. So, auch hier, wenn das jetzt ein Ast ist, der in der Gestaltung einbezogen werden soll, der hat ziemlich viele Äste, die nach unten gehen, die man nicht braucht. Darüber hinaus würde man eigentlich hoffen wollen, dass hier was kommt. Also von dem, was jetzt wirklich richtig nach unten geht, kann man auch noch ein, zwei entfernen. Zumindest das, was weiter außen ist, den kleineren, den lasse ich dran. Wenn man wollte, könnte man den noch mit dem Draht nach oben drahten. So, dann machen wir mal hier weiter. Also wie gesagt, wenn wir das hier dran lassen und für die Gestaltung brauchen, dann aber voraussichtlich nicht so lang. Das kann alles ein bisschen ab. So, jetzt sieht man schon mal ein ganzes Stück besser, wo es hingehen soll. Auch das hier vorne mache ich noch ein bisschen ab. So, jetzt gehen wir hier oben weiter. Kleiner Ast. Gute Stellung, wird mit ziemlicher Sicherheit gebraucht, aber muss nicht so lang sein, kann eingekürzt werden. Auch das hier kann abgeschnitten werden, weil die sind schon am trocken werden da draußen. Hier kann auch noch ein Stück eingekürzt werden, ja, kann man auf den absetzen. So, gut, machen wir hier oben weiter. Gut, dann nehme ich dann die Schere, das geht dann besser. Ups. So, und hier kann man ein kleines bisschen die Spitzen, die jetzt hier rauswachsen, ein bisschen kürzen, damit das, was jetzt hier die Krone später ergeben soll, weiter kompakt wird. Und das unterstützt auch ein bisschen den Austrieb der Triebe, die da unten sind. So, und ich denke, so kann man es jetzt erstmal lassen. Wie gesagt, hat mit der Gestaltung noch nichts zu tun, ist erstmal bloß ein Auslichten, damit es besser fotografiert werden kann. Und ja, der Kunde hat jetzt noch sämtliche Möglichkeiten. Okay, das ist mir immer noch zu lang. Auch hier werde ich noch weiter. Zack, gut. Ich würde sagen, dabei lassen wir es erstmal für heute. Ja, noch irgendwelche Fragen dazu? Ja, kannst du mir den Baum vielleicht noch einmal zur Kamera drehen? Ja, klar. Bitte sehr. Gut so, kannst du gut sehen. Stell ihn mal bitte einmal hin, ich will ihn nochmal ran. Einmal bitte hinstellen.
Ach, ach, schön. Sehr schön. Zufrieden? Ja. Gut. Dann danke ich euch. Dann macht erstmal weiter. Und. Okay.